Gestern wurde mir vorgeworfen, ich sei ein Lügenlügner. Manchmal wird mir vorgeworfen, dass ich Viren lüge, Holocaust lüge. Leute, das ist Quatsch. Die ganze Playlist auf wikidienstag.ch. Also gestern ging es darum, dass der Bundesrat will, dass eine ganz breite Diskussion darüber stattfindet, dass es ein Riesenproblem ist, dass im Internet so viel Lügen sind und Falschmitteilungen und Verschwörungen, einfach so, dass man das jetzt aufräumen müsse und darüber müsse man reden. Im Internet ist viel Quatsch. Ja, das ja auch. Ist es ein Problem? Wenn du alles auszählen würdest, was auf tote Bäume gedruckt wird, wär's dann besser? Wie kommt es dazu, dass jetzt der Quatsch im Internet schlimmer sein soll als... Ja, pff, keine Ahnung. Hast du gewusst, dass Literatur bis vor wenigen Jahrzehnten mit 2 T geschrieben worden ist? Literatur und Literaten, das kommt von Littering. Ja, eben, weil sie halt ihre Gedanken auf die Straße gepresst haben. Im Rätoromanischen hier oben schreiben sie es immer noch so. Ja. Littering ist grauselig, muss jemand zusammenwischen gehen, aufräumen, gucken, was draufsteht, selber denken. Ja, ganze Berufe sind so entstanden, zum Beispiel Journalismus. Ja. Mein Punkt ist jetzt aber ein anderer. Was passiert, wenn die Regierungen den GAFAM-Leuten, da den großen Internetgiganten, Sorgfaltspflichten auferlegt und auf ihren Sozialplattformen aufräumen und mit Algorithmen Blödsinn wegmachen gehen? Warum ist das ein Problem? Das ist mein Punkt. Das Problem ist, dass damit der Rechtsstaat privatisiert wird. Also ich gehe jetzt also nicht zur Polizei und sage, da ist ein Video auf TikTok, was mich ganz, ganz mies macht und das ist nicht okay, das muss weg und Herr Richter, bitte helfen Sie mir mit, dass TikTok dieses Scheißteil rausnimmt. Nein. TikTok macht es jetzt selber, weil sie sagen, ja, sonst bekommen wir ganz große Bussen von Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga und das wollen wir natürlich. Warum will unser Staat, dass der Rechtsstaat privatisiert wird? Ist das eine Verschwörungstheorie? Nein, eine Beobachtung?